Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Friends. Der letzte ist ja leider ausgefallen. Ich habe irgendwie nicht so viel gefilmt, dass ich daraus einen Vlog hätte machen können. Deswegen starte ich jetzt einen neuen. Und ich habe heute frei, deswegen habe ich mir vorgenommen, mich mal nochmal so ein bisschen um mich zu kümmern. Wie ihr seht, habe ich gerade so ein bisschen meine Haare gemacht. Ich war nämlich gerade duschen mit meinem Styler. Ich muss sagen, ich bin unnormal froh, dass ich den habe. Ich liebe den einfach, weil ich muss sagen, ich bin, was meine Haare angeht, immer sehr, sehr faul. Aber du bist so easy damit, dass ich tatsächlich sogar meine Haare style. Ja, und deswegen wollte ich jetzt so einen kleinen Beauty Day einlegen und später dann noch zu meiner Family fahren. Ich habe ja voll oft, wenn ich samstags arbeite, mittwochs frei und nutze den Tag dann, um zu meiner Familie zu fahren, weil meine Mama auch mittwochs frei hat. Und ja, ich schminke mich auf jeden Fall gleich noch. Ich wollte aber gerade erstmal meine Behaarung wegmachen. Ich hatte das vom Urlaub das letzte Mal gemacht. Das ist ja jetzt ungefähr, wie lange ist das, ja, 6 Wochen oder so. Und so langsam wird es wieder Zeit, aber ich muss sagen, ich habe das erste Mal so gewaxt bei mir selber, weil ich hatte mal voll die Scheißerfahrung. Ich hatte mir nämlich mal Kaltwachsstreifen aus der Drogerie geholt und die haben so meine Haut verbrannt und seitdem hatte ich so Angst vorm Waxen. Aber Leute, Heißwachs ist nochmal ein ganz anderes Level und deswegen habe ich mich wieder rangetraut. Ich habe es halt vorher immer rasiert und musste das dann halt immer machen. Das hat voll genervt und es war halt echt geil, jetzt mal so ein bisschen Ruhe zu haben. Aber ja, es wird wieder Zeit und deswegen nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ich habe mir hier so einen Spatel geschnappt und bin gerade dabei, meinen Wachs heiß zu machen. Ist noch der Wachs von vorher drin, wie ihr seht. Ich finde das sowieso bei Wachs so geil, dass es ja super liebig ist. Ich habe hier noch meine ganzen anderen Perlen zum Auffüllen, aber ich glaube, das dauert, bis ich die brauchen werde, weil man braucht so wenig und das hält einfach so lange. Ich habe das tatsächlich noch nie am Körper gemacht, weil ich mein Körper teilweise laser. Aber man kann natürlich nicht über alle Stellen lasern, wenn man zum Beispiel Tattoos hat oder so. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht hier lasern. Und dafür ist Wachs natürlich auch super. Deswegen wollte ich das auch mal am Körper ausprobieren. Also es gibt auch verschiedene Wachsperlen für den Körper, das ihr benutzen könnt, falls ihr auch im Körper wachsen wollt. Ihr könnt auch im Intimbereich und so machen. Also ihr könnt wirklich den ganzen Körper wachsen. Und ich guck mal. Ja, ist mittlerweile schon flüssig geworden. Und ich trage das jetzt als allererstes auf den Oberlippe auf. Schon mal ganz kurz meinen näheren Spiegel. Ich habe mir mal gerade meinen Spiegel geholt, weil der hier hinter euch ist ein bisschen zu weit weg. Süß, oder? Sieht aus, hätte ich so einen kleinen Schnurrbart. Aber nein, den will ich ja jetzt wegbekommen. Ich traf dann immer so die Haut. 1, 2, 3. Ich finde das so faszinierend, wie viele kleine Härchen der aufnimmt. Ich zeige euch das gleich. Die schreckt mich immer, wie viel Haare ich dann dort an der Oberlippe habe, Alter. Ich mache das jetzt auch direkt zwischen meinen Augenbrauen. Kann ich das echt so empfehlen, zu Hause zu machen. Weil ihr habt so lange Ruhe und dieses ganze Gezupf ist doch nochmal 300 Jahre. Und dafür extra ins Studio zu fahren, also ich meine, ich arbeite im Studio, aber also ich sage wirklich, das kann jeder zu Hause. Dafür braucht ihr nicht in der Studio zu fahren, deswegen kann ich euch das sehr ans Herz legen. Okay, letzter Streifen. Boah, es sieht einfach so viel cleaner aus, wenn man das oben mit Wachs macht. Krank. Also Leute, ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Und ich habe so wenig Wachs gebraucht, da ist immer noch so unglaublich viel drin. Also ich habe das Gefühl, das wird ewig halten. Das ist einfach nur crazy. Ihr könnt das übrigens auch ganz einfach hier rausnehmen. Und theoretisch irgendwie sauber machen, wenn es sein muss. Und hier kann man die Temperatur regeln. Aber wenn es zu heiß wird, dann schaltet das hier automatisch aus, damit es einfach nicht zu doll, zu warm auf der Haut ist. Das heißt, ihr könnt euch das nicht verbrennen. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal 3, 4 Wochen Ruhe. Und Leute, übrigens, umso öfter ihr wächst, desto langsamer wächst auch irgendwann nach. Also ich weiß noch, ich hatte damals in der Schule eine Lehrerin, die meinte auch, sie hätte sich im ganzen Körper gewächst und irgendwann kam gar keine Haare mehr. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen dauerhaft, umso öfter ihr es macht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe hier meine ganzen Wachsdinger mal hingelegt und muss euch unbedingt zeigen, was der alles gepackt hat. Es ist wirklich, Alter, es ist so krass. Also auf der einen Seite, auch natürlich hier große Haare an der Seite. Wie krass hat er bitte diese kleinen Haare gepackt? Das war jetzt von meiner Augenbraue. Ich kann euch mal über meine Augenbraue zeigen.
Das hier war unter anderem eins von meiner Oberlippe. Ich habe das fokussiert, aber ihr seht, was für kleine Härchen das gepackt hat. Das ist einfach nur krank. Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist und vor allem, wie viele kleine Haare der packt. Also wirklich, ich muss sagen, diese Perlen sind krass gut, weil wir hatten auch mal ein Gerät im Studio und die kamen, die waren nicht so gut. Die haben nur diese dicken Haare rausgezogen. Aber das packt ja wirklich jedes kleinste Haar. Das finde ich so krass, das hatte ich noch nie. Deswegen muss ich sagen, das hat echt eine geisteskranke Qualität. Ihr könnt das natürlich auch als Männer benutzen. Es gibt, glaube ich, auch in Schwarz. Also ich finde, man kann das auch super gut verschenken, wenn es halt ein Mann sein soll. Und der lieber Schwarz bevorzugt, könnt ihr es natürlich auch als in Schwarz verschenken. Und falls ihr euch das kaufen wollt, dann klickt auf jeden Fall gerne auf den Link in meiner Bio. Ich habe nämlich auch einen Code für euch, und zwar Laura30. Damit könnt ihr ein bisschen sparen, falls ihr das Ganze ausprobieren wollt. Oder Nachschub braucht oder so, falls ihr das schon zu Hause habt. Und ja, Leute, ich kann es euch sehr empfehlen. Ich liebe es. Das ist wirklich eins meiner Favorite-Produkte geworden, so für zu Hause, weil es mir mein Leben einfach viel, viel leichter macht und ich einfach Ruhe habe. Deswegen lohnt es sich, gönnt euch das. Ich lasse auf jeden Fall meine Haut jetzt ein bisschen beruhigen und creme die dann gleich ein. Also eigentlich ist sie ja schon gar nicht mehr rot. Ganz, ganz leicht. Genau. Und dann mache ich mich halt dick. Ich bin mit Fabio unterwegs. Sehe ich denn komisch aus? Nein, das wegen dem Licht und so. Du siehst nicht komisch aus. Ich war bis gerade arbeiten und diese zwei drehen jetzt ein neues Food-Video. Und ich war eh in der Stadt und es hat so geregnet und ich kenne das nach Hause und deswegen fahre ich jetzt mit denen. Die wollten gerade zu einem Laden, aber der war unnormal voll, deswegen fahren wir jetzt am anderen. Checkt es auf jeden Fall ab. Also wenn der Vlog jetzt hier online ist, ist der, das Video von den beiden auch online. Ja. Sehr high quality macht ihr, ne? Quality Content. Durch Regen und Wetter und Wetter, durch Sonne. Alles für euch. Wir sind da für euch. Was macht ihr gerade für ein Video? Ein Burger-Tour durch Köln. Was habt ihr schon so gemacht? Wir haben, weiß ich gar nicht, Pizza-Tour durch Köln. Asiatische Tour durch Köln, Döner-Tour durch Köln, vegane Tour durch Köln. Dann haben die wir. Die fand ich am krassesten, weil die so, dadurch, dass sie nicht vegan ja essen, man, glaube ich, so gemerkt hat, was alles Gutes gibt. Ja, aber das war auch Junkfood-mäßig, ne? So. Ja, aber wenn man denkt, immer vegan ist alles so nur Gemüse und Salat, aber an alle Veganer oder die, die es werden wollen, schaut da mal vorbei, weil die haben gute Tipps. Das Wetter ist heute echt schon. Aber egal, wir sind da für euch. Wir machen weiter. Weil auch wenn wir kein Geld damit verdienen, machen wir weiter. Ihr wisst gar nicht, wie der Fabio aufblüht, seitdem er das macht. Der hat da so Spaß dran. Der ist so im Stress, wirklich. Der macht so viel. Und dem geht es einfach gut. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ach Leute, wisst ihr, was Fabio und ich jetzt angefangen haben, wenn wir mal Zeit haben? Oh mein Gott, wird das sagen? Ja. Nein. Warum ist es jetzt bald? Ja. Nein, Leute, ich sag euch das. Fabio und ich gucken momentan wieder Vampire Diaries und ich schwöre, das ist so toll, weil als ich damals Vampire Diaries geguckt habe, ging es mir immer richtig schlecht und ich war traurig, hatte Liebeskummer und ich war da drin verloren und jetzt gucke ich das mit der Liebe meines Lebens an meiner Seite. Oh, das ist so sweet. Und jetzt können wir zusammen traurig sein. Ja. Das ist auch schön. Fabio hat es aber auch schon mal vorher geguckt. Ich hab's durchgeguckt. Da warst du da auch eine traurige Phase? Ja, das war auch eine traurige Phase von mir. Ja, und jetzt gucken wir es glücklich. Ja, und ich liebe es einfach. Wirklich, obwohl ich weiß, was dann passiert, ist es so toll, es wieder anzugucken. Und deswegen gucken wir heute Abend weiter. Ich muss mein Video schneiden. Nein. Du hast gesagt, du machst das ein andermal. Ich muss mein Video schneiden. Bitte. Ja, okay, ich fange damit aber an. Aber wir haben schon 19.15 Uhr. Ja, wir müssen noch zwei Läden machen. Das heißt, wir sind erst um 21 Uhr zu Hause. Ja. Bitte. Ja, ist okay. Ich hab da kann die ganze Scheiße auch noch regeln. Was ist das? Brügelte. Öl, ja. Das ist bestimmt nichts Schlimmes. Und die Aufnahme ist hier immer anständig. Ich hoffe. Ja, das wird schon. Wir sind jetzt bei Junkfood irgendwas. Wie ist das? Vegan Junkfood. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es schmeckt, schaut bei den Weinen vorbei, weil ich werde es dir nicht sagen. Also hier unten ist ein Link. Nein! Sorry, es ist in der Infobox verlinkt, aber für euch nochmal zusätzlich hier unten. Aber da könnt ihr da nicht draufklicken. Hier.
Warte, hier. Hast du deinen Finger in die Dorfkarte? Nein, 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 nein. Zeig mal hier. Hier. Weiter nach rechts. Hier. Nein, oben. Hier. Rechts, also hier. Links. Ja, genau da wird es verlinkt genau sein. Genau da wird es verlinkt sein. Klasse. Genau hier. Okay. Und was machst du hier? Ich muss Brunnen der Kamera machen. Ich hab's einen professionellen Aufnahmen gemacht, Jam. Detton Kamera. Mit meiner Kamera. Was würdest du eigentlich machen, wenn ich die ganze Kamera nicht hätte? Haha. YouTube. Dann hätten wir mit unserem iPhone gedreht. Ja, stimmt. Das macht auch gute. Jam ist auch nebenbei Sänger, als wir sind die Tänzer. Was ist das für ein krasses Badezimmer? What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Crazy. Und ich war auch noch nie auf einer Unisex-Toilette. Leute, der Jam ist einfach in der Küche am Filmen, aber unser Essen ist schon da und keiner weiß, wo er ist. Ich war bis gerade arbeiten, beziehungsweise bin noch auf der Arbeit, ich habe jetzt Feierabend. Und ich habe mich mit Laura und David verabredet zum Essen. Ich habe so einen Hunger. Wir gehen Sushi essen bei Daikan. Ich war da tatsächlich noch nie. Aber ich glaube, Laura ist da öfter und sie hat es vorgeschlagen. Und danach wollten wir noch zu Bugletti gehen. Zwar gerade gruselig, die Tür ist aufgegangen. Oh Gott, ey. Creepy. Genau, danach wollten wir wahrscheinlich noch zu Bugletti gehen. Da sind wir irgendwie momentan Stammkunden oder so. I don't know. Ja, und da kommen dann vielleicht Yassi noch dazu und Fabio mal gucken, weil der muss noch den Podcast schneiden für diese Woche. Also beziehungsweise, wenn ihr das Video jetzt seht, für also den letzten Podcast. Und ja, der holt mich aber auf jeden Fall ab, weil ich bin ja nur mit der Bahn hier und sonst ist das so spät, nach Hause zu fahren, dann ist es schon dunkel und das ist nicht so nice. Ja, ich steppe jetzt auf jeden Fall mal los. Und ja. Oh. So, ich bin jetzt mit Lauri und David. Oh, ich hab da, man guckt da mal rein. Ja, ich weiß. Ich guck auch immer an der Kamera vorbei. Und wir sind bei Daikan. Ich war hier noch nie. Aber du warst hier schon ein paar Mal, ne? Ja. Hier gibt's absolut, oh, ich darf sagen, gibt's absolut leckeres Spicy-Ramen. Wir haben jetzt bestellt, hier was wir die falschen gebracht, jetzt haben wir die richtigen bestellt. Und ich habe das erste Mal Ramen, Leute. Ich bin super gespannt. David und ich haben beide Spicy genommen und wir haben, oder? Achso, du nicht. Okay, ich habe Spicy genommen. Ich habe ein bisschen Angst, weil es ist ultra heiß, dass ich gleich schwitze und Bauchschmerzen bekomme. Aber egal, es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir müssen noch warten. Du hast so viel, was hast du noch bekommen? Dragon Roll und noch irgendeine andere Roll. Wartet. Ich muss euch zeigen. Das kostet 20 Euro, glaube ich. Ja, toll. Gönnst du dir heute? Ja, anscheinend. Ja, okay. Vielleicht werde ich berichten, wie es war und ob es dir danach noch gut geht. Okay, jetzt kommt der ultimative Taste-Test und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das essen soll. Ja, du musst die S-Bahn-Sachen so mit dem Stäbchen snacken und dann die Suppe. Ja, mach okay, ich ich jetzt auf YouTube gehate. Jetzt so, boah, der ist voll falsch, was redet der da? Ich probiere jetzt erstmal, wie spicy es ist. Der Löffel ist so riesig, ich schwöre. Nein, ist voll gut spicy. Also voll angenehm. Voll angenehm. Spicy. Lecker. Schmeckt deutlich besser. Schmeckt sehr gut. Ich schwöre, ich kann gar nicht mit Stäbchen essen. Ne? Also sowas. Sushi okay, sowas ist ja schwierig. Kannst du das? So Nudeln? Du musst eigentlich nur drüber hängen. Ne? Einfach bescheuert. Hä? Ich kann das nicht. Die Nudeln sind schon immer geil. Mhm. Aber schmeckt unnormal lecker. Wirklich nie spicy der Marvel gegessen. Aber man muss wirklich das richtige Restaurant dafür finden. Okay, ich weil bin so gespannt. Bei, also hier, das, die sind einfach krass. Wirklich, die sind extrem lecker. Total geil. Ne? Mhm. Mhm. Sehr lecker. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich musste gerade mal das Stativ dran machen, damit ich euch aufstellen kann. Denn ich koche mir jetzt was. Ich wollte mir eine Bowl machen. Ich habe aber gemerkt, wir haben einfach keinen Reis. Richtig dumm. Aber ich habe in der Schublade so griechischen Nudelreis oder so gefunden. Und ich habe den noch nie gegessen. Aber ich werde den jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe mir auch extra noch so eine Sesamsoße geholt für meine Bowl. Ich kann die sehr empfehlen. Die ist wirklich extrem lecker. Ich liebe die. Und dann habe ich das hier geholt, weil ich mehr oder weniger Fleisch essen. Ich habe Like Chicken, glaube ich, noch nie probiert. Ich nehme ganz normal Like Döner. Dann habe ich noch Paprika, Mais,
eigentlich Kidneybohnen, aber haben wir auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin voll schlecht vorbereitet. Eine Gurke und ja, achso, Frühlingszwiebeln habe ich auch noch. Irgendwie so wenig, Leute. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe mehr. Ich habe so Hunger, ich kann nicht mehr klar denken. Ja, ich koche jetzt auf jeden Fall erstmal diese Nudeln oder was auch immer das ist. Mir ist einfach dieses Ding abgerissen zum Ziehen. Ich höre bei meinem Glück passiert was jetzt wieder. Nein, wir müssen positiv denken. Bei meinem Glück passiert mir es nicht nochmal. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, tschüss. Ich habe jetzt extra ein bisschen mehr von diesem Reis gemacht, damit ich mir morgen eventuell auch nochmal eine Bowl machen kann. Ich habe jetzt auch das Gemüse und so geschnibbelt und werde jetzt das Fake Fleisch anbraten. Der Fabio ist übrigens gerade ein Video mit Yassi und Anis am Drehen und irgendwas machen die mit Kochen, deswegen hat er mir gefühlt meine komplette Kochausrüstung hier gestohlen. Ich muss jetzt zusehen, wie ich hier kochen kann. Der Schlinger. Irgendwie habe ich heute ein Problem damit, die Kochung zu öffnen. Sagen, diese Nudeln, Reisnudeln, was auch immer es ist, sind echt mega lecker. Und irgendwie diese ganze Kombi ist geil. Diese Sesamsoße, Leute, ihr müsst die probieren. Ich dachte früher immer, das wird zu heftig schmecken, wonach soll das schmecken? Ich konnte es mir nicht vorstellen, ich habe es einfach lecker. Und ich habe noch so einen Schuss Sriracha drauf gegeben. Das ist jetzt die schärfere Version. Wir haben eigentlich immer die mit dem grünen Deckel, aber oh, lecker. Und diese Kombi macht es einfach. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind gerade erst aufgestanden. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben bis 4 Uhr einfach unsere Buchhaltung gemacht. Was gibt's Schöneres? Ja, deswegen haben wir gerade ein bisschen länger im Bett gechillt. Ich muss halt dringend so ein bisschen aufräumen, Wäsche machen und so. Und wir wollten heute auch noch zu meinem Opa fahren. Ich habe euch das hier gar nicht erzählt, ne? Also um euch vielleicht ganz kurz abzuholen, weil ich habe es nur auf Instagram erzählt. Mein Opa, der lag jetzt die letzten Wochen im Krankenhaus, weil der hat schon vor einem Jahr Krebs diagnostiziert bekommen und das war auch eigentlich, also konnte gut behandelt werden. Aber jetzt gab es halt nochmal so einen Rückschlag und ja, deswegen war der sehr lange im Krankenhaus und ihm ging es sehr schlecht. Jetzt ist wieder so ein bisschen bergauf und ich habe ihn halt die letzte Zeit in meinem Krankenhaus besucht, wenn ich irgendwie unter der Woche mal frei hatte oder so. Und da konnte der Fabio halt nie mitkommen, weil er halt arbeiten war. Und jetzt wollten wir heute mal zusammen hinfahren. Und wir wollten gleich noch was backen. Ich weiß nicht, inwiefern er was essen kann. Aber ich glaube, es geht ihm ein bisschen besser. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er ein bisschen Kuchen essen kann. Und ja, heute Abend streamt Fabio. Ennis ist nicht da, deswegen streamt er leider. Ich habe überlegt, aber ein bisschen mitzustreamen. Müssen wir mal gucken. Aber deswegen, ja, müssen wir auf jeden Fall heute Abend halt wieder hier sein. Und ja. So sieht heute erstmal unser Tag aus. Fabio ist auch am Start. Nein. Nein, ich brauche nicht viel länger. Doch, weil ich. Ja, okay. Fabio macht Frühstück und ich backe jetzt. Ich habe gestern einmal diese Backmischung geholt. Sag glutenfrei. Echt? Wo steht das? Oh. Ah, da oben. Glutenfrei. Und Fabio hat sich gewünscht, dass ich was mache. Guck mal, wir sehen als aus, wenn wir einen Partnerlook. Deine Muffins. Meine Muffins. Na, ich habe die von einer Freundin früher aus der Schule. Ich habe das Rezept auch in meinem Food Highlight auf Instagram. Das sieht ungefähr so aus. Das sind die krassesten Muffins. Das sind keine normalen Muffins, sondern das sind... das sind so Muffins, die sind so... Die sind einfach nicht... Die haben nicht so diesen Teig, wisst ihr? Ich zeige die euch gleich. Die sehen aus, als wären die fehlgeschlagen, aber sind sie nicht. Die sollen so sein. Also, let's go! Backofen. Ich habe die runde Form genommen.
Und ich muss die gleich erstmal einschneiden. Ich hoffe, das klappt mit der runden Form. Ja, insgesamt muss ich 60 Minuten backen. Und Leute, ich wollte eigentlich meine Special Muffins hier mitmachen. Aber wir haben keine Muffinförmchen. Deswegen kann ich meine Muffins wahrscheinlich nicht machen. Ja, muss ich irgendwie ein andermal machen. Auf jeden Fall haben wir erstmal Frühstück oder beziehungsweise Freiburg Frühstück gemacht. Wir hatten nicht mehr viel zu Hause, aber wollten sich extra einkaufen. Fabi macht momentan immer Männermann. Ich liebe es, es schmeckt so lecker. Ich liebe Männermann einfach. Und ja, dann mache ich mich langsam fertig und dann wollten wir so um 14 Uhr ungefähr losfahren. So, der Cake ist ready. Der muss jetzt noch ein bisschen abkühlen. Ich hoffe, der ist jetzt gut geworden. Ich muss eigentlich noch diese Stichprobe machen. Ne? Gar nicht die Probe gemacht. Der Moment der Wahrheit. Ja, da sieht er gut aus. Sagen, wir verabschieden uns an der Stelle voneinander. Ich sehe aus wie ein... Ich muss zum Friseur, ich sehe, guck mal meine Haare, guck mal wie... Gebt der Dame hier ein Like, kommentiert und nichtsdestotrotz, Leute, wünschen wir euch beide einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog oder Video. Ciao, pass auf dich auf, bleib anständig. Wir sind nicht bei diese zwei. Bleib anständig. Aber heute Abend. Wie? Im Stream. Kommst du, streamst du mit mir? Ja, ciao, tschau.